So, deine Agenda für heute. Nach der Schule Kinder-Yoga, dann Business-Englisch, nachmittags Bouldern und abends Klavierunterricht. Deutsche Meister des 18. Jahrhunderts. Und ich fahre dich überall hin. Sag mal, wollt ihr diese Kinder eigentlich vollkommen verblöden? Du, egal ob am Spielplatz oder in der Schule, Hauptsache diese Helikoptereltern hocken dabei und sagen ihnen, was machen dürfen und was nicht. Da ist Gluten drin. Das ist nicht BPA-frei. Das ist keine Elite-Uni. Und das hat keinen pädagogischen Mehrwert. Gerade, dass sie ihnen nicht das Tinder-Profil einrichten. Nimm doch das Foto, wo du die coolen Klamotten anhast. Was sollen denn das für unselbstständige Waschlappen werden? Ich sage nicht, dass sie auf die Straße laufen sollen, aber die werden doch in Gottes Namen nur mal ihre Grenzen austesten dürfen. Da gehen sie in die zweisprachige Kita und auf die Privatuni, aber können nicht einmal einen Kugelschreiber selber zusammenbauen. Und dann wundern sich die Eltern, wenn später keiner nimmt, diese verwöhnten Weicheier. Sie wollen Berater werden. Wo sind denn ihre Stärken? Also er spielt Klavier, er macht Yoga, Bonsai-Zucht, impressionistische Malerei. Und sobald sie mal nicht funktionieren, hockt er sofort beim Psychologen, gell? Der hat ADHS. Der ist depressiv. Ich habe das gegoogelt. Meine Diagnose? Der ist 6. Lasst doch den Kindern einen Funken Freiraum und ihren eigenen Kopf. Was soll denn aus denen werden? Das gleiche wie aus ihren Eltern? Müller, die Performance-Zahlen! Jetzt! Jawohl, Chef. Jawohl, jawohl. Na, gratuliere. Hauptsache, sie werden überall mit dem Auto hingefahren, gell? Taxi! Also Balthasar, du gehst jetzt da rein und rockst das Haus. Und denk dran, du bist was ganz Besonderes. Und keine Angst vor den bösen Lehrern. Unser Anwalt boxt dich da raus. You go, boy!